In der 7. Klasse wusste ich nicht, gewusst, wie ich beruflich weitergehen möchte und war auch ziemlich schlecht in der Schule. Meine Hauptlehrperson hat mir vorgeschlagen, an sein Lift-Projekt zu gehen. Und so habe ich dann meinen Wochenarbeitsplatz gefunden. Ich bin Jessica Frezza, bin 17 und habe jeden Mittwochnachmittag beim Facility Service Christen meinen Wochenarbeitsplatz gehabt. Mir ist es wichtig, dass die Jugendlichen, die ein bisschen Schwierigkeiten haben und sonst nicht einfach im Leben, zu unterstützen, auch in die Arbeitswelt hineinzufinden. Es ist nicht immer einfach, nach der Schule in die Arbeitswelt einzusteigen. Wir sind seit ca. 3 Jahren beim LIFT-Projekt dabei und bieten einen Wocharbeitsplatz an. Von Anfang an durfte ich gleich mit abhacken, wie zum Beispiel draussen laufen, Heizung anschauen, dann saugen, moppen, auch Hecken schneiden. Und das hat mich sehr gefreut. Ich war in der 7. Klasse bis in die 9. Klasse ziemlich scheu. Und dann, als ich angefangen habe, hat mein Arbeitsteam extrem herzlich aufgenommen. Und durch sie bin ich auch ziemlich offen geworden und kann besser mit Menschen kommunizieren. Und sie haben mir es eigentlich viel einfacher gemacht. Jessica war die erste Lift-Projektlerin, die wir hatten. Und sie hat das eigentlich super gemeistert. Sie hat von Anfang an mitgemacht. Sie ist nicht nur rumgestanden, wenn sie nicht mehr zu tun hatte, ist sie gefragt, was kann ich machen. Sie hat auch sehr neugierig nachgefragt, wieso wir jetzt das etwas machen. Sehr engagiert war und es ist wirklich, hat wirklich Freude gemacht, mit ihr dort zusammen zu arbeiten. Und darum haben wir ihr dann die Lehrstelle angeboten. Im Lift und im Wochenarbeitsplatz habe ich gelernt, dass man pünktlich sein muss, können Fragen stellen und mit den Leuten kommunizieren. Durch das habe ich schlussendlich auch die Lehrstelle bekommen und deswegen würde ich es auf jeden Fall noch einmal machen. Wir sind sehr froh, dass wir im Lift-Projekt sind und ich kann das noch jedem empfehlen, mitzumachen.